Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal für deine Prüfungsvorbereitung. Ich bin Elena Wermuth, TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und auch Bestseller-Buchautorin. Für die Prüfung DTB B2 habe ich bereits zwei Bücher geschrieben für dich, die du in der Videobeschreibung findest, mit sehr, sehr vielen prüfungsnahen Aufgaben, Lösungen, Tipps und Redemitteln dazu. Außerdem habe ich auch einige Videos von meinem YouTube-Kanal einfach dazu verlinkt, weil da gibt es auch kostenlose, sehr gute Erklärungen zu den Teilen Schreiben oder Sprachbausteine und so weiter. Außerdem auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist B2 Beruf oder DTB B2 Beruf findest du auch meine Erklärvideos, wo ich dir Schritt für Schritt alles erkläre. Heute geht es um den Wortschatz für die neue Prüfung, DTB. Diese Prüfung, Deutschtest für den Beruf, gibt es fast auf allen Niveaus. A2, B1, B2 und C1. Das heißt, Wortschatz für den Beruf brauchst du auf jeden Fall und dieses Video wird dir auf jedem Niveau auf jeden Fall helfen. Dieses Video habe ich nicht alleine erstellt, sondern mit Hilfe von einer kostenlosen App. Diese App kannst du auch kostenlos herunterladen. Kein Werbevideo für diese App, sondern das ist einfach nur Hilfe für dich und wie du diese App herunterladen kannst und wie du sie nutzen kannst, erkläre ich dir am Ende des Videos. Da gibt es mehr als 630 Wörter, die du lernen kannst, üben kannst mit Quiz, mit Übungen und so wirst du einen Schritt näher zu deinen guten Ergebnissen bei der Prüfung. Lass uns anfangen. Wortschatz B2 Beruf. Der Zeitdruck. Ich gerate in Zeitdruck, weil ich so viele Termine nächste Woche habe. In Zeitdruck geraten. Die Daten. Das Wort steht in Plural. Synonyme Fakten oder Zahlenswerte. Wir haben die Daten aus der Umfrage ausgewertet und viele interessante Erkenntnisse gewonnen. Also wir haben die Fakten, die Daten, die Zahlenswerte aus der Umfrage gelesen, gerechnet, uns angeschaut und haben sehr viele interessante Informationen bekommen. Hier steht aber viele interessante Erkenntnisse gewonnen. Weisungen erteilen oder Anweisungen geben. Das heißt Aufgaben geben. Mein Chef hat mir die Anweisung gegeben, diese Medikamente auszusortieren. Anweisungen geben. Die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung. Synonym selbstständig oder selbstverantwortlich. Diese Aufgabe müssen Sie in Eigenverantwortung lösen. Dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Das heißt, diese Aufgabe müssen Sie selbstständig lösen. Dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Die Geschäftsleitung. Synonyme Geschäftsführung oder Vorstand. Die Geschäftsleitung besteht bei uns aus zwei Geschäftsführern. Die erweiterte Geschäftsleitung umfasst neben dem Vorstand auch die drei Bereichsleiterinnen für Finanzen, Verkauf und Produktion. Die Umgangsform. Das ist eine Art des Umgangs mit anderen Menschen, Art, sich zu benehmen oder Manier, gute, gepflegte, schlechte Umgangsformen besitzen. Du hast sehr gute Umgangsformen. Die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung. Bei uns herrscht Arbeitsteilung. Wir teilen uns die nötigen Arbeiten auf. Meine Frau ist für die Produktion zuständig und ich für den Verkauf und die Buchhaltung. Die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung. Der Gehaltsnachweis.
Der Gehaltsnachweis. Synonym Gehaltsabrechnung, Lohnabrechnung. Bevor wir den Mietvertrag unterschreiben können, benötigen wir noch einen Gehaltsnachweis von Ihnen, also zum Beispiel die letzten drei Gehaltsabrechnungen. Als Gehaltsnachweis genügt uns die aktuelle Lohnabrechnung. Jetzt zeige ich dir, wie du das machst alleine. Gehe auf die erste Link, die ich dir verlinkt habe. Und da zuerst musst du diese kostenlose Study Smarter App herunterladen. Diese App ist kostenlos. Du lädst das einfach auf dein Handy oder auf deinen Computer herunter. Und dann musst du ein paar Fragen beantworten. Hier steht kostenlos registrieren. Hier musst du deine E-Mail-Adresse eingeben. Oder du gehst einfach weiter mit Google registrieren. Oder du klickst auf Weiter mit Facebook registrieren, wie du möchtest. Auf jeden Fall per E-Mail bekommst du noch eine E-Mail. So, jetzt musst du ein paar Fragen beantworten. Was bringt dich zu uns? Ich will mich nur umschauen. Welche Geräte wirst du zum Lernen benutzen? Smartphone. Dann klickst du auf Weiter. Wo lernst du? Du kannst auf Sonstige klicken. Genau, weiter, sonstige und so weiter. Wähle deine Fächer aus, andere. Okay, und dann hast du die, klick auf später, dann hast du diese App. Ja, so, jetzt gehst du wieder zu mir und klickst auf den zweiten Link. Und mit dem zweiten Link kannst du die Karteikarten herunterladen. Und genau, und dann kannst du diese App so dir anschauen und nutzen zum Lernen. Viel Spaß dabei!